hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Oh, holder knappe Julian, so trete ein in mein Podcast. Hast du deine Rüstung dabei? Ich glaube, ich bin zu spät. Die Führung hat doch schon angefangen. Ach, naja, das macht doch nichts. Die Kassiererin, die ist nicht so ganz helle, ne? Tritt da einmal gegen den Schirm und kommt einfach rein. Ja, und schon kann ich samt Kamerateam an ihr vorbei. Gar kein Problem. Nee. Hallo, herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen, Folge 17. Yay, dabei sind wir heute gar nicht hinterm Bauwagen. Wieder eine weitere Folge. Nur eine weitere Folge, die wir heute nicht hinterm Bauwagen verbringen. Sondern diesmal ist es die legendäre Schlossfolge. Ich würde mal sagen, ohne mich zu weit aus dem Schlossfenster zu lehnen, wenn man die als Kind gesehen hat, erinnert man sich schon dran, weil es ja ein ganz besonderes Setting ist. Also nicht nur ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Nicht nur ein besonderes Setting, sondern man spielt wieder mit so ein paar Filmelementen. Also es ist Löwenzahn nach wie vor. Also es ist dokumentarisch mit Unterhaltung aufgebaut. Aber man bedient sich dann doch schon so mal ein paar andere Sachen. Merkt man immer, wenn die außen drehen. Ne? Dann will man echt noch mal so ein bisschen Gas geben, zeigen, was man kann. Ja, und hier kann man natürlich auch so ein bisschen mal was in die Luft schweben lassen oder so ein paar Nylonfäden benutzen und mal so mit Schattenelementen spielen. Und ja, nur für die Nachbearbeitung hat es wohl nicht mehr gereicht. Aber Nee, gut, kommen wir zu. 115 Peter und der Geist der Marxburg, 24.12.95, frohe Weihnachten nochmal von hier aus, Staffel 15, Folge 1. Genau, was schön ist, dass die Marxburg, die existiert ja tatsächlich, dass die es auch in den Titel geschafft hat, also hier haben wir schon mal Realismus Punkt 1, ja, wir haben uns nicht irgendwas Absurdes ausgedacht, es gibt sie tatsächlich, diese Burg. Oh, Entschuldigung, da habe ich auch einen Frosch im Hals gehabt gerade. Warum? Och, nö. Gucken wir doch erstmal, was so in der Folge drin ist, würde ich sagen. Wer möchte anfangen? Mit dem Text? Ist mir gleich. Ich kann von mir jetzt anfangen. Ach, dann mach doch gerne. Also los geht's. Als Peter eine geleitete Burgbesichtigung versäumt, schleicht er am Kassenhäuschen vorbei, hinten in den Burghof, der Führung hinterher. Dabei erfährt er so viel Spannendes über die Burg und das Leben im Mittelalter, dass er die Zeit vergisst. Zurück aus einem kleinen Raum, den er wissbegierig angesehen hat, merkt er, dass die letzte Führung beendet und das große Tor abgeschlossen ist. Ganz wohl ist ihm nicht bei dem Gedanken, die Nacht allein in den alten Gemäuern zu verbringen. Als ein Gewitter einsetzt, der Sturm heult und ein fernes Klirren von Ketten zu hören ist, fällt ihm die Geschichte des Geistes der Marxburg ein, der immer noch darauf wartet, erlöst zu werden. Das ist der Text und das ist Peters Mission. Hintersetzen. Ne? Und darum geht es hier heute. Wir wollen den Geist erlösen. Wieso hast du jetzt eben gehustet? Die Marxburg heißt doch Marxburg. Was ist ja, das, nee, weil Problem? Du Realismuspunkte geben wolltest. Aber das werden wir dann ja später mal klären. Einen bisher. Einen habe ich schon mal vergeben, weil es die Marxburg tatsächlich gibt. Ein weiteres Ausflugsziel für uns beide. Ach, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir noch drüber streiten. Das würde ich mal so. Hast du mal geguckt, was der Eintritt kostet? Natürlich. Soll ich es schon direkt mal hier raushauen? Ich denke, das werden alle wissen wollen. Wir wollen ja einmal ein großes Podcast-Treffen dort machen. Och nee, komm, dann lass uns doch in die Tiefmühle Leichlingen alle gehen. Da können wir wenigstens dann unbemerkt in irgendeine Ecke, wenn wir keinen Bock mehr auf okay, die Leute. Okay, ich werde nachher fragen, was dich an dieser Burg so abtürmt. Wer ist es, die Burg an sich? Was kostet es denn? 8,50 €, wenn wir rein wollen. Es gäbe aber noch eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar 1900 ist die Deutsche Burgvereinigung eingetreten und hat die ganze Burg für 1000 Mark ergattert. Das geht. Und, Die Nebenkosten, die fressen dir die Haare vom das, Kopf. Aus heutiger Sicht nimmt man da so viel ein durch Tourismus. Aber das Schöne ist an der Deutschen Burgvereinigung, das ist ein eingetragener Verein. Und die schreiben, ist also nicht nur eine Vereinigung von Burgen oder ein Club von Schlossbesitzern, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die sich für Burgen und Schlösser und ihre Erhaltung interessieren und einsetzen. Deshalb kann jeder Mitglied werden und auf diese Weise Miteigentümer der Marxburg werden. Und das würde uns 52 € im Jahr kosten. Im Jahr? Mhm. Also ich bin ein Eigentümer, muss aber trotzdem jährlich was bezahlen.
Ja. Und wie viele Eigentümer gibt es denn schon? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, das sind ja dann alle Burgen, die der Deutschen Burgvereinigung gehören. Also die gehört jeweils ein Bruchteil des Steins einer Burg. Oder ja, die so. Frage ist ja auch, machen wir dann auch eine Eigentümerversammlung? Und wenn zum Beispiel mal die Heizungsanlage erneuert werden muss oder das Skelett im Verlies mal wieder ein bisschen entstaubt werden muss. Völlig falsche Vorstellung von einer Burg, glaube ich. Trotz dessen wir die Folge heute geguckt haben. Ich möchte vorweg schon mal sagen, dass ich die Folge ein bisschen spektakulärer in Erinnerung hatte. Mhm. Also jetzt so beim Gucken dachte ich so, ach ja, ja, okay. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt sagte, es wäre jetzt eine gruselige Folge, aber ich dachte, es würde doch ein bisschen mehr passieren. Ich glaube, wir werden heute relativ schnell durch die Geschichte durchflattern. Okay, gucken wir mal. Wir fangen ja an, indem Peter schon auf der Marksburg ist und auch rein möchte. Und dann aber bemerkt, dass die letzte Führung bereits im Gange ist und die Kassiererin lässt ihn auch nicht mehr rein. Doch ein kleines Missgeschick passiert, sie möchte schließen und der Schirm fällt auf ihren Kopf. Und was macht Peter, anstatt ihr zu helfen? Er nutzt die Chance, denn er wollte ja dahin. Er hat sich ja in der allerersten Szene das schon aus der Ferne angeguckt, ein sehr eindrucksvolles Bild, damit man erstmal weiß, worum es geht. Und wenn er doch schon mal da extra ist, da unten am Rhein, er sagt ja auch noch ungefähr, wo es ist, da will er natürlich rein. Er versucht es ja erstmal ganz freundlich. Er sagt ja das, was man so sagt, wenn man so ein Ticket kauft, einmal Erwachsener bitte. Mhm. Ja. Und ja, sagt sie natürlich, ja, sorry, Sie sind zu spät. Und dann nutzt er die Chance, wenn die alte Dame, die offensichtlich ihren Lebensabend damit verbringt, dort zu sitzen, Kaffee zu trinken, ein bisschen was zu stricken und auch noch ein paar Tickets zu verkaufen. Meinst du, das ist der offizielle Eingang dort? Oh, das sah damals eigentlich immer so aus. Also das ist halt immer die Frage, wiefern hat sich das entwickelt? Wer steckte damals dahinter? Also es gibt dann immer so, ich kenne das von eingetragenen Vereinen, die dann halt wirklich ihre Mitarbeiter, die eigentlich ehrenamtlich arbeiten, weil es sind ja keine Mitarbeiter, es ist ein eingetragener Verein, da wird halt der Kassenwart oder sonst wo der hingesetzt und hier mach mal schnell für die Saison oder ruf mal deine Tante und mach das mal schnell. Also ich glaube nicht, dass sie ihr Lebensabend damit verdient. Okay. Heute war sie halt dran. Ja, anscheinend. Und sitzt vorne und dann so ein klassisches Filmelement. Er schleicht dran vorbei und als sie den Schirm aufmacht, ist es schon passiert und er guckt noch aus der Ferne. Und das finde ich ja immer witzig, weil Löwenzahn ist ja in der Tat dokumentarisch gemacht, aber hier vermischen wir so ein bisschen so das klassische Schauspiel mit dem Dokumentarelement, weil das Kamerateam ist ja auch direkt mit. Also wir sind ja als Kinder vor dem Fernseher, sind ja auch mit an ihr vorbeigezischt. Ne? Ja, das ist aber generell ja der Stil von Löwenzahn. Dass wir man könnte ja auch denken, er redet einfach so mit sich selber. Ja. Ne? Und ist einfach mit sich selber unterwegs. Ist dann auch schon direkt dort, wo die Führung startet. Und da finde ich es doof, weil die Führung hat doch anscheinend gerade erst begonnen. So, hätten sie ihn auch noch mit dazu schieben können, meinst du? Ja, ja, also gut, vielleicht haben die ja sich ja vorher schon mal begrüßt, haben sich so gegenseitig so ein Wollknäuel zugeworfen und gefragt, wer bist du denn? Vielleicht ist er ja ein bisschen mehr dran. So ein Wollknäuel zugeworfen? Ja, kennst du das? Ja, natürlich. Sitzt man so im Kreis und dann wirft man so ein Wollknäuel hin und her. Das ist doch Grundschule, oder Julian? Und wer bist du? Und dann sagst du, wer du bist. Vielleicht haben sie das ja schon durch und so weiter. Und besonders Julian, du hast gerade den Wollknäuel nicht, du sprichst jetzt bitte nicht, jetzt ist der andere. Ja, sorry. Kannst du mir den kurz nochmal zuwerfen? Okay, warte. Hip. Danke. Besonders interessant ist ja auch der Typ mit der Kamera. Mit dieser alten Kamera, die so ganz klassisch auf der Schulter trägt und der das so mitfilmt für zu Hause. Ja, diese typische VHS-Kamera. Bild der 90er Jahre, ne? Ja, die auch für so großartige Produktionen wie Ein Käfer im Wind mitverantwortlich ist, so eine Kamera. Genau. Finde ich gruselig sowas. Das sind so Leute, die dann auch beim Konzert ihr Handy hochhalten und gar nicht mehr wissen, was im Konzert eigentlich geschehen ist. Der Mann ist auch so ein klassischer Typ, der auch noch so lange Haare, damals schon so ein bisschen nerdig, in seinem kompletten Jeansdress, ne? Und dann nimmt das damit auf. Ja, schon sehr realistisch. Gruppe, dieser unangenehme Teil musste auf jeden Fall in einer Realsatire dort mit verarbeitet werden. Ja, und was ganz besonders schlimm ist, ich denke, da sind wir uns einig, ist das kleine Mädchen. Ja. Ja, das sehr, sehr laut Schokolade haben möchte. Sie mag kein Butterbrot und die Mutter sagt, hier hast du dein Butterbrot. Langweiliges Butterbrot hat sie da, ein 10 Zentimeter dickes Butterbrot. Ja, aber so langweilig wie das Butterbrot ist, umso kreativer hat sie die Kleine angezogen, das ist ja wirklich fürchterlich. Da hat sie sich aber mehrere Sonntage Mühe gegeben und was gestrickt und gehegelt. Und umso weniger Mühe hat sie sich beim eigenen Outfit gegeben. Das stimmt auch wiederum, eieiei, aber gut. Wer kennt diese Mütter nicht? Die plärt ganz schön, die Kleine. Aber du musst erstmal so ein bisschen runterschalten am Fernseher, wenn die Kleine redet. Auf jeden Fall. Die kommt ja mehrfach zum Einsatz hier in dieser Folge. Ja, hat aber
Ja, okay, ja, doch, hat so seinen Einfluss. Aber interessanterweise, also Peter hätte sich ja jetzt einfach heimlich dazustellen können, aber er will auch gar nicht die Zephyrin. Er hat da gar keinen Bock drauf, Ja, vor allem, er weiß ja auch schon alles. Er ne? wusste ja schon, was es mit dieser Laute, das ist ja dieses Musikinstrument, das ist auch so ein altertümlicher Begriff, ne? Ja, keine Ahnung. Also, das ist ja, ich weiß gar nicht, hat das Instrument einen anderen Namen? Ich würde es einfach eine gigantische Mandoline nennen. Ja, genau. Er wusste ja bereits, was es damit auf sich hat. Er wusste ja bereits, dass es, also der Mann sagte ja, das wäre die Laute von diesem ehemaligen Ritter, ne? Der dann das Lied singen wollte und dabei dann gestorben ist. Aber wie war jetzt die Geschichte nochmal gleich? Irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall Ja, ein und Hilarus von Berenstein, der genau. ja auf seine Erlösung wartet und seitdem als Geist in Wir können diesem irgendwann Schloss. mal, irgendwann in ein paar Wochen oder in einem Jahr uns gegenseitig mal so ein Quiz machen. Und dann werde ich dir so eine Frage stellen. Wie hieß der Ritter? Du, ich glaube, das sind so Namen, die weißt du sogar noch. Vielleicht müsste ich die Frage für dich noch ein bisschen komplizierter machen. Aber da hätte ich Bock zu. Irgendwann machen wir uns mal gegenseitig so ein Quiz, okay? Oder lassen uns ein Quiz von den Zuhörern erstellen und wir Ja, müssen genau. beide unsere Genau, dann brauchen wir Antworten aber noch einen einloggen. Quizmaster. Kennst du da vielleicht jemanden? Ach, Zwinker, Zwinker. gegebenenfalls. Gegebenenfalls vielleicht schon. Naja, Peter weiß auf jeden Fall, was hier Sache ist. Man müsste sich die Laute nehmen, man muss das Lied zu Ende singen und damit den Geist erlösen, denn der spukt ja herum, denn auch das lernen wir, jedes Schloss braucht sein Burggespenst. Nun kennen wir natürlich, also besonders die Älteren unter uns, also sogar noch älter als ich, Huibu, das Schlossgespenst, eine Ja. Hörspielreihe, die ich mir auch erst durch Spotify erschlossen habe, aus den 70er Jahren mit Hans Klarin. Dann gibt es aber noch natürlich Kaspar. Es gibt ja viele bekannte Kennst du Hugo, das Geister. Schlossgespenst? Hugo ist das mit nee, das mit Bulli ist auch Huibu, ne? Ja, das verwechselt man gerne mal, aber ich glaube, das kennt keiner mehr. Also wer das da Oder draußen meinst vielleicht du, kennt, meldet euch mal. Hugo, das ich hatte früher mal Schlossgespenst. ein Brettspiel, das hieß Mitternachtsparty und da Ja, hieß das ja, Gespenst Hugo. ja. Guck Hat mal, das der damit zu kennt tun? das doch, der Julian. Aber ich kenne es Nice. nur vom Brettspiel. Ich weiß nicht, ob da noch ein Merchandise dranhängt oder Ne, so. es gab Hörspiele dazu. Ich habe die Hörspiele. Hießen die auch Mitternachtsparty? Irgendwie sowas, ja, mit Hugo, Da das hätte ich Interesse Schlossgespenst dran. und Ich bin so. momentan sehr auf alten Hörspielen und so weiter. Okay. Da kann ich mich gut reinarbeiten. Vielleicht machen wir irgendwann mal den Mitternachtsparty-Podcast. Bitte Nein, nicht. natürlich auf gar keinen Fall. Geht's schnell weiter zurück zu Löwenzahn. Gerne. Dann ist nämlich Peter weiter unterwegs und trifft als erstes Mal den Schmied, den langweiligsten Beruf, aber auch einen wichtigen Beruf dort. Denn Langweilig? Naja, finde ich, ja, sehr grob, also nichts. also ich finde danach den Kerzenmacher viel langweiliger, muss ich sagen. Also, ja, da, okay, guck mal, damit können wir uns doch gleich schon battlen. Ich fand den eigentlich ganz spannend. Denn wir erlernen natürlich jetzt, wie war es denn damals in der Ritterzeit? Darum geht es jetzt eigentlich so in der Folge, dass wir auch gucken, wie haben die damals so gelebt, wie war das tatsächlich, das Burgleben, das Schlossleben. Und beim Schmied, wenn ich das Wort Schmied höre, dann erinnere ich mich immer an dieses Sprichwort Schmitz' Katze. Weil ich irgendwo gehört hätte, das käme auch daher. Das geht ab wie Schmitz' Katze. Das kommt vom Schmied, dessen Katze, die immer weggeflitzt ist, wenn der da richtig so gehauen hat. Weißt du, der Bong, Bong gehauen, da ist seine Katze abgehauen. Und die Katze ging dann ab wie vom Schmied die Katze. Oha. Also ich Ja. bin nicht so gut in Sprichwörtern, erst recht nicht in näheren Erklärungen. Ich glaube dir das jetzt einfach Ja, das, mal. ich glaube, das meine ich mal nicht mal so gehört zu haben. Man möge mich berichtigen, aber das ist auf jeden Fall auch eine überlieferte Variante dieses Sprichworts. Okay. Und wir sehen natürlich dann einen kleinen Einspielclip mit ganz vielen verschiedenen Berufen in der Ritterzeit. In der Tat der Kerzenmacher. Ja, es ist natürlich auch kein Beruf für mich, weil es ja schweinelangweilig ist und es 100 Jahre dauert. Also wenn ein Beruf langweilig ist, ist es ja automatisch kein Beruf. Aber das waren, ja, Berufe ist halt schwierig zu sagen in der damaligen Die Zeit, ne? Aufgabe, es waren die Aufgaben, Ja, die ne? Also, Aufgaben, genau. So, da ja. gab es dann Papiermacher, dann gab es die Musiker und was da alles kommt. Ja. Die Musiker, wunderschön, die beiden. Also die Perücke sieht man ja gar nicht bei ihm. Ja, aber vor allen Dingen kommt ja sein Gesicht nicht bekannt vor. Oh nein, nein, das habe ich verpasst. Also ich finde, er sieht unglaublich, ich habe jetzt keinen Beleg dafür gefunden, man müsste ihn mal fragen. Ich finde, er sieht unglaublich aus wie der junge Willi Weitzel von Willi will's wissen. Ach Ich nee, finde, er das ist hat gut, das hätte ich ganz nicht, keine große Ahnung. Ähnlichkeit, finde ich. Okay, das, da bin ich Also wer das raus. auch zu Hause findet, sagt Bescheid. Wenn ihr es nicht findet, wenn ihr seid sowas so seht wie CF, dann braucht ihr nicht unbedingt euch melden. Aber die paar, die das auch finden, da hätte ich gerne Bestätigung. Ich finde, er sieht aus wie Willi Weitzel. Findest du nicht? Da bin ich raus, ich kenne es nicht. Willi will's wissen. Ja, Willi will's wissen. klar, dafür vom Namen was, aber ich durfte doch damals kein Fernsehen gucken. Das war doch Das ist da, verboten. ist nach 2000, das ist noch nach meiner Zeit.
Ja, durfte ich trotzdem gucken. Google mal Willi Weitzel kurz. Na ja, okay, na gut. Mach dir mal die Mühe. Ich glaube, dass der Minnesänger, der Harfenspieler Willi Weitzel ist. Okay. Mit Perücke in Jung. Okay, also das Gesicht kommt schon hin. Ich guck mal auch grob. Vielleicht erinnert mich auf jeden Fall wahnsinnig stark daran. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ich habe aber auch keinen Beleg dafür gefunden. Also es ist jetzt nicht irgendwie, vielleicht war das so, als er angefangen hat mit dem Fernsehen, so einer seiner ersten Jobs, irgendwie hinter der Kamera tätig damals und war dann auch mal dafür kurz vor der Kamera. Vielleicht ist das so, ja, so die Anfänge von ihm gewesen. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht passt es auch nicht. Wann ist er geboren? Hast du es auch gerade da? Ich kann sofort schauen, aber ich stelle mal die Behauptung auf, es ist er nicht. Also okay. Ich sag mal, es ist er nicht. Geboren ist er 72. Also ja, dann wäre er 23. Ja, okay, konnte wieder hinkommen, aber trotzdem. Na, egal. Wie hast du das so schnell ausgerechnet, bitteschön? Meine Güte. Das hab ich nicht gerechnet. Dafür reicht's gerade. Meine Güte, nicht schlecht. Naja, okay, egal. Ich merke schon, ich komme ja oft vom Thema ab heute, sorry. Macht nichts, weil die Folge gibt eh ins Her. So, genau. Zurück ja. Zu Peter. Ich kenne das aber, ich möchte ganz kurz eingreifen. Ich kenne das alles und ich mag es überhaupt nicht. Ich mag diese Mittelaltermärkte nicht, diese Mittelalter-Spektakel. Ja, muss man irgendwie ein Fable für haben, ne, für diese Welt. Ich wurde damals gezwungen, als Teenager mit zu diesen LARPs zu gehen. LARP heißt Live Action Role Playing. Ja, also ja. Du bist dann selbst in einem Ritterkostüm und tust so, als würdest du dort leben und dann können da Leute hinkommen und die spielen auch das dann so auch 24 Stunden lang. Genau. Und einer ist der Heiler und so, ne? Richtig, genau. Und ich war immer Wochenends immer mit dabei und habe immer das Wochenende die 3 Tage im Zelt verbracht. Ich mochte das Thema nicht. Ich mochte die, ich sage in Anführungsstrichen, Kultur nicht. Ich fand das alles schlimm. Die Kleidung, diese Fetzen da. Ich wurde immer gezwungen, dabei zu sein. Ich habe einfach traumatische Also ich finde, die Leute, die das machen, finde ich bewundernswert, weil die das ja wirklich sehr ernsthaft durchziehen. Mhm. Für mich ist es auch nichts, also überhaupt nicht. Ich finde aber generell so Burgen interessant. Also ich würde das abkoppeln einfach von diesem Mittelalter-Scheiß. Finde ich auch, sondern nicht einfach nur so die Burgen und Schlösser so durch die Gemäuer, sowas finde ich ganz gut. Aber dieses Drumherum, das Leben auch gar nicht. Also wenigstens da habe ich eine Übereinstimmung. Dann hast du deswegen willst du nicht zur Marxburg, weil es dich generell abfuckt. Ja, es ist alles nicht mein Thema. Das tut mir leid. Da muss man auch noch so viel rumlaufen, ne? Das kann ich. Laufen habe ich gar kein Problem mit. Das ist nicht das Problem. Aber das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Und wirklich, ich wurde halt früher so quasi mit traumatischen Verhältnissen zurückgelassen mit diesen Themen. Aber gut, gerne zurück zu Peter. Er ist im Rittersaal. Der Rittersaal, ein königlicher Raum mit einem großen Bankett, an dem gespeist werden kann. Mm. Er ist jetzt immer der Führung so ein bisschen voraus. Also ja, komischerweise, ja. Er guckt sich gerne schon mal um und dann versteckt er sich in, was ist es? In den Kamin kann es nicht sein? So eine Speisekammer? So ein kleiner Verschlag irgendwie, ja genau, wie so ein kleiner Mini-Vorratsraum. Er muss sich bücken, um da reinzukommen, denn dann kommt nämlich schon die Reisegruppe wieder, da diese Führungstruppe. Und das kleine Mädchen hat ja immer noch das Butterbrot. Das ist ja auch ein großer Plot, ne? Dieses Butterbrot. Geht ja am Ende noch weiter zu Peter, das Brot. Und das Mädchen, das möchte es ja nicht essen und überlegt sich ja, wie werde ich das denn jetzt los? Und dann sieht sie da so ein Ritterkostüm. Rüstung nennt man das auch in Fachkreisen. Und schmeißt dieser Rüstung ist quasi ins Maul. Macht den Helm auf und schmeißt das da rein. Ja, und das ist total unrealistisch. Weil man sieht in einer Einstellung sehr gut, wie groß diese Rüstung ist, wie groß Peter ist und das Kind kann da nicht rankommen. Es muss irgendwie auf irgendwas gestiegen sein, das passt nicht so ganz. Und auch unrealistisch ist, dass die Mutter es nicht merkt und denkt, dann wird das Kind auch noch gelobt. Ja. Gut aufgegessen hast du das, mein Kind. Also das generell, die Rüstung, die steht an so einem Pfeiler in der Mitte, so ein Holzblock da in der Mitte, der die Wohnung hält, so ein gab's im Fachwerkhaus auch immer, komm jetzt gerade nicht auf den Namen, ist auch egal. Und dass es keiner im Raum merkt, der Führer, der hätte ja wirklich sagen müssen, Mädels am Abend, bist du total bescheuert oder sonst irgendwas. Ja, aber ich kann das Mädchen auch verstehen, weil hast du dir das Brot mal angeguckt? Also generell Butterbrot haben wir ja geklärt, das ist wirklich so langweilig. Ich kann nur hoffen, dass es gesalzen war, sonst ist ja überhaupt nichts Geiles. Obwohl, das mag man als Kind auch nicht. Also dann lieber Zucker drauf. Aber das sind, also Brotscheiben so 3 Zentimeter. Ja, unglaublich dick. Also unglaublich dicke. So eine Mini-Butterschicht und dann nochmal so eine 3 Zentimeter dicke Scheibe Brot. Also da würde ich auch Schluck aufbekommen, wenn ich das irgendwie runterwürgen musste. Absolut. Nee.
Es gibt ja so Challenges, so Toastbrot essen und so. Mhm. Das ist nicht einfach. Man denkt, das ist kein Problem, aber es ist nicht. Ja, dein Speichelfluss schafft das einfach nicht. Ja. Das schafft nicht genug Flüssigkeit, um das runterzukriegen. Oder so ein Löffel voller Zimt essen. Das ist auch, glaube ich, das ist übrigens Challenge, gefährlich. Ne? Mach das nicht. Davon kannst du sterben. Das ist echt nicht witzig, ja. Von großen Mengen Zimt kann man sterben. Und gerade so ein Löffel Zimt, das kann so staubig sein, dass dir alle Atemwege... Oh Gott. Ja, mach diese Challenge nicht. Es ist nicht lustig, sagen wir es mal so. Na gut. Naja, auch hier sehen wir wieder diesen Mann, der alles mitfilmt. Also furchtbar, dieser Typ in dieser Truppe. Unangenehm. Das Kind macht ja noch kurz Bekanntschaft mit Peter und hält ihn direkt für das Gespenst. Also Realismuspunkt null, ja. Aber ist ja das ganz gut, also das Kind, es ist so ein typisches Kind, Mama, ich hab da was gefunden oder sonst irgendwas. Ja, aber die Mutter interessiert schon nicht mehr, weil der ist einfach immer platt. Labert aber auch immer so ein Blödsinn, das Kind, die hat eine rege Fantasie, ach, ja, toll, mein Kleines, lass uns weitergehen. Ja, komm, lass uns weitergehen, scheißegal, was du da gefunden hast. Genau. Die Truppe geht weiter, Peter findet die Kapelle, den kleinen Kirchraum, das gibt's ja auch in Krankenhäusern, oft so ein Zimmer, das ein bisschen Gottesdienstartig aufgebaut ist. Ich wusste nicht, dass es das in Burgen auch gibt. Das war zum Beispiel Lerneffekt 1. Oha, okay. Nee, wusste ich auch nicht. Auch nicht, dass dort anscheinend in einem, wie Peter sagt, Comicstrip. Ja, das Wort habe ich auch aufgeschrieben. Comicstrip, Alter. Also erstens mal Comicstrip. Er spricht im Einspieler von Instrumente. Das mochte ich in der Schule schon nicht. Oh. Lehrer haben zwar immer gesagt, das ist in Ordnung, wenn ihr das so sagt. Ich fand's furchtbar. Ich habe es nie gemacht. Ja, ich glaube, es ist aber auch in Ordnung, wenn man statt Stuhl sagt. Das machen ja auch manche so, besonders aus norddeutsche Opas. Ich finde das auch unangenehm. Das klingt nicht für uns, ne? Das ist, höre ich gerade zum ersten Mal, dass man das so sagen kann. Ja, kennst du die Leute? Man sagt doch mal, der stolpert über einen spitzen Stein. Ach so. Das sind diese norddeutschen Originale, die noch so reden. Mein Opa war auch so ein bisschen so, der hat auch so ein bisschen vorsichtig gesprochen. Dieses SCH hat er da nicht mit reingebracht. Der hat auch einen Spruch gesagt und keinen Spruch. Okay, da hört es jetzt auf. Echt? Nee, ja, okay, das Plattdeutsche. Okay, das kommt vielleicht hin. Höre ich ja hin und wieder hier oben in der Hamburger Gegend. Ja, aber das klingt komisch. Comicstrip, vor allem, weil das auch so ein relativ modernes Wort ist und dass das aus Peters Mund in den 90ern kommt und dann so eklig, das ist in der Tat komisch. Wir haben uns zum Glück damals bei den Animationen für eine Bildergeschichte geeignet und nicht für einen Comicstrip. Das stellt uns jetzt schon besser als Peter dar, würde ich mal so sagen. Ein Comicstrip. Aber auf jeden Fall sehen wir ja dann in der Tat oben diese Comics, wo er dann diesen Markus, ne, den Geist der Marxburg, wo er den sieht. Und dann, ja, jetzt darfst du gerne ein bisschen referieren zu dem Bild, was eventuell ein Requisit sein könnte. Dieses wunderschöne Bild zeigt Hilarus von Behrenstein. Und ich muss mir jetzt was ausdenken, weil wir gar nicht abgesprochen haben, dass ich darüber jetzt referiere. Nee, ich dachte nur, weil du warst so begeistert für den Namen und so. Du musst jetzt nichts weiter sagen. Nein, doch, gerne mache ich das doch. Weil Hilarus von Behrenstein, nein, gibt es nicht. Also das soll ja hier wohl ganz kleine Silhouette von Peter sein, dem so ein bisschen Bart dran geklebt wurde. Hilarus von Behrenstein, Hilarus wird erklärt, heißt lustig und Behrenstein und Bärstadt, Mensch, das muss doch irgendwie stimmen. Ist aber überhaupt nicht so, weil die Burg, die wurde erbaut von die Herren von Eppstein, gekauft von Graf Eberhard II. Von Katzenillenbogen. Und diese sind dann leider alle ausgestorben und die Erbtochter hat es dann an Heinrich III. Gegeben und 1900 wurde es dann von der Deutschen Burgenvereinigung, schon gekauft. Also ein Hilarus von Behrenstein, das nicht Bild mehr sieht ansatzweise. Sieht viel zu neu aus. Ja, nicht mal ansatzweise kommt dieser Wortlaut oder diese Bausteine. Aber es ist eine witzige Geschichte, ne? Auch weil, also wir als Erwachsene sehen natürlich sofort, das könnte Peter sein, aber als Kind vielleicht erst so beim zweiten Blick denken wir, ach ja, tatsächlich, sieht wirklich so aus, das könnte wirklich, und dann ist vielleicht man als Kind auch drin in der Geschichte, dass man plötzlich denkt, oh ja, dann hat Peter ja auch was damit zu tun, als Ur-Ur-Urenkel oder so. Ja, haben sie schön gemacht, aber das ist völlig frei von der Leber, wie sagt man das so, wie dem auch sei. Aber ganz interessant wird hier gesagt, durch ein Foto von Karl-Heinz Käfer aufgenommen. Ich frag dich, wer ist Karl-Heinz Käfer? Habe ich nicht nachgegoogelt. Schade, dann hast du auch nicht mal den Abspann hier angeguckt, weil Abspann steht, Karl-Heinz Käfer ist nämlich der Drehbuchautor dieser Folge. Der wurde hier quasi mit verewigt. Er hat noch ein paar mehr Folgen gemacht, insgesamt 28 Folgen Löwenzahn hat er geschrieben. Einfach nur Autor, der anscheinend sich da irgendwie ein bisschen mit eingemogelt hat, wenn er selbst geschrieben hat. Okay, auch das ist doch gut, dass wir zwei Leute sind, der andere hat das dann rausgesucht, das ist super. Also
das, also die Silhouette von Peter, der Drehbuchautor, also alles dieses Bild. Ja, aber dann ist doch wieder auch, das macht doch dieses Geheimnis um die Kfz-Kennzeichen noch ein bisschen spannender. Weil ja, eben. Ich glaube, da sind keine Zufälle in dieser Serie. Ja, eben. Müssen wir vielleicht noch mal, kleine Referenzen. Bei Kennzeichen müssen wir vielleicht nochmal alle Beteiligten an der Produktion durchgehen. Könnte da jemand sein Kürzel hinterlassen haben? Also das ist schon detailverliebt wieder. Ja. Aber gut. Peter geht weiter durchs Schloss, guckt sich alles noch ein bisschen an, merkt auch, dass es eventuell schon ein bisschen spät geworden ist, findet dann das Klo und öffnet den Klodeckel und guckt dann nach unten auf den Weg. Ja, also da hätte ich noch ein bisschen gerne ein bisschen mehr dazu gewusst. War das dann wirklich so quasi die Seite, die man damals nicht oft betreten hat, weil dort die ganze Kacke liegt? Naja, genau genommen. Also ja, das ist so. Also er sagt ja sogar, es ist die praktische Art von Entsorgung. Ich finde es eine widerliche Art von Entsorgung. Nicht, wenn da unten ein Weg ist. Ja, also da neben dem Weg ist ja noch so ein bisschen. Aber ich sag mal, so ähnlich hat Peter früher auch seinen Müll entsorgt, ne? Das ist richtig, genau. Also das ist auch praktisch gewesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber das war wirklich früher so, es war wirklich so. Also es gab solche Toiletten. Ja, vielleicht hätten sie ja noch so ein Auffangbecken oder so. Naja, man sieht ja, daneben ist dann so ein Feld, also vielleicht ist das eigentlich dafür gedacht, dass das da in die Blumen gehen soll. Es ist ja nicht unumstritten, dass es Dünger ist. Ja, das ist unumstritten. Da wurde es ist ordentlich so gedüngt, die Blumen, die da unten war, ja, die hat es richtig gut. Ja. Na, ja, und wir sehen noch das kleine Mädchen auch noch. Das nämlich wieder, das Mädchen ist quasi so die Einzige, die den Geist wirklich sieht und immer wieder. Mhm. Also diese Geschichte aus Blickwinkel des Mädchens wäre ganz anders, weil sie macht ja eigentlich eine Führung mit und dann plötzlich sieht sie den Mann und dann gehen sie alle weg und dann sieht sie diesen Mann wieder, den keiner gesehen hat, wovon ihr auch keiner glaubt. Ich glaube, man könnte das aus der Geschichte des Mädchens nochmal eine eigene Story stricken. Ja, die ist doch verrückt. Die erzählt doch den ganzen Tag. Das ist doch alles Unfug. Peter ruft, er merkt, es bringt alles nichts, er irrt weiter durchs ganze Schloss, geht dann nach ganz oben. Das ist gut, wenn man weg will, dann immer am besten nach oben. Ja gut, erstmal eine Übersicht verschaffen. Ja, gucken, ob er noch jemanden finden kann. Er ist eigentlich so absurd weit oben, dass ihn natürlich überhaupt keiner mehr hören kann. Macht ihm aber nichts aus. Er sagt, ja gut, okay, dann bleibe ich halt hier über Nacht, kein Ding. Ja, kein Problem. Und er sieht dann noch so ein bisschen, erklärt unten, das ist der Zwinger, also hier quasi der, wo die Tiere gehalten werden. Ja. Er erklärt den halben Turm und man sieht auch andere Ruinen. Also beziehungsweise er versucht, andere Schlösser zu suchen und sieht aber nur Ruinen. Das ist ja das quasi USP der Marksburg, die wurde nie zerstört. Die ist seit Anbeginn der Zeit, steht die so. Der Führer sagt später nochmal, dass in der Inneneinrichtung ein bisschen was geändert wurde. Aber ansonsten, diese Burg musste nie neu aufgebaut werden. Und in der Tat, also wenn du mit einem Fernglas da oben stehst, dann kannst du wahrscheinlich einiges sehen, weil umrum gibt's das Schloss Philippsburg, Martinsburg, Lahneck, Stolzenfels, die Burg Nassau und die Burg Liebenstein. Nicht Siebenstein, Liebenstein. Also da ist einiges los da an diesem Siebenstein. Fluss. Siebenstein! Dieser Rabe. Entschuldigung. Ja, andere Sendung. Und dieser Koffer, den fand ich immer ganz besonders. Das ist nämlich keine Augen. Zumindest früher, in meiner Zeit, hatte er noch keine Augen. Wenn hier hinterm Bauwagen groß ist, dann gibt's auf unserer Kaufseite noch einen Siebenstein-Podcast. Da geht's richtig. Also da wird nur noch. Geht so richtig in die Tiefe gegangen. Ne? Ja. Siebenstein wurde irgendwann ausgetauscht und die wurde dann jünger. Weißt du das überhaupt? Okay, ich vergiss es, dann machen wir das doch nicht. Ja. Der Rabe hat inzwischen geheiratet und wohnt da im Einfamilienhaus. Der Koffer ist auf den Sperrmüll gekommen. Ja, alles klar, wunderbar. Aber guck mal, wenn du jetzt schon diese ganzen Burgen aufgezählt hast, kriegst du ja nicht ein bisschen Lust, da unten mal so ein bisschen am Rhein lang zu schippern wenigstens? Wir können gerne am Rhein angeln, das ist aber das Highlight, was wir da erreichen werden. Okay, ich suche, kleiner Aufruf, ich suche noch jemanden, der mit mir zur Marksburg fährt. Ja, also bitte melden. Sag dann, wie es war. mail@hintermbauwagen.de, Kennwort Marksburg, Ausflug, heute. So. Heute, alles klar. Okay, also Peter sagt auf jeden Fall, er hat schon eine Burg für sich alleine, er hat also keinerlei Angst. Das finde ich auch interessant, dass der Gruselfaktor, den man ja hier einbauen könnte, wirklich sehr, sehr low, also sehr tief gehalten wird. Hier ist ein bisschen, aber wirklich, dass da gruseln tut man sich eigentlich nicht, auch nicht als Kind in dieser Folge, finde ich. Vielleicht in einer späteren Sequenz, aber an sich da noch nicht. Er findet es ja super, ich habe mein eigenes Schloss, so gar kein Problem. Was wäre denn, wenn es jetzt noch Hund Willi geben würde?
So, hätte er dann irgendwie nicht Sorge, dass Hund Willi irgendwie verhungert oder sonst irgendwas? Meine Güte, der ist aber Ja. auch ganz schöner Freigeist hier. Wäre der Hund doch in irgendeiner Weise dabei? Wäre doch Tja, schön. Aber leider, gegebenenfalls. leider. Gegebenenfalls kann man das nur vermuten in einer späteren Sequenz. Ich verweise nur auf später, Ich finde später. das toll, dass Peter sich einen Kerzenständer nimmt, obwohl es offensichtlich hell ist in der Burg. Vor allem mit 5 Kerzen direkt. Ja. Und den nimmt er auch häufig so schräg, dass man immer wieder Wachs runterfallen sieht. Also benimmt sich da auch, als wäre es seine Burg. Ne? Vielleicht ist er ja in der Vielleicht Deutschen so. Burgenvereinigung, vielleicht gehört ihm da ja ein Stück von. Aber Aber zu ey. dumm, eine Mettwurst von einem Stück Plastik zu unterscheiden, ne? Ja, er kommt ja in die Trotz Küche. Licht. Er kommt ja in diese Küche, nachdem wir noch einen kurzen Einspieler hatten über die Eroberer der Burgen. Der hat mir jetzt allerdings nicht so wirklich gefallen. Der geht auch kurz zum Glück, aber den fand ich so ein bisschen Ja. belanglos. Muss man jetzt selbst entscheiden, ob man das als informativ mitnimmt. Man erklärt dann, dass es halt später Burgen gibt, die ein bisschen modernisiert sind. In dieser befindet sich Peter nicht, denn er geht eine große Treppe hoch, kommt zur Küche und sieht, oh, da hängt ja noch jede Menge geräuchertes Fleisch. Ist allerdings wie, als wenn du in einem Ikea kurz in die Küchen gehst, da siehst du überall so ein Plastikbrot Ja, und so ein, ja. was weiß ich noch alles. Es ist natürlich alles nur Fake, was da hängt. Aber was ich dann ganz schön finde, er erklärt den alten Kühlschrank. Das finde ich Ja, sehr das fand ich auch geil. ganz cool, tatsächlich. Wo er auch sagt, naja, eine Zeit lang ist das dann schon kühl, wenn man das so macht. Ja, also oben wird Eis reingetan, unten kommen die Lebensmittel und ich frage mich dann immer, aber das Eis, das wird ja nicht direkt gasförmig, also läuft denn da nicht die ganze Zeit Wasser raus, wenn das Eis Ja, dann und wo schmilzt? kriegt man diesen ganzen Eisnachschub her im Gut, Sommer? ja, ist auch gar kein Problem. Da oben ist auch Schnee. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Ja. auf jeden Fall umstritten. Oder im Tiefkühler, der natürlich dann elektrisch läuft. Das Problem ist ja, weswegen er sich auch so gefreut hat, die Küche gesehen zu haben, er hat ja großen Hunger. Ne? Ja. Und er sieht, oh Scheiße, Kühlschrank ist leer, Rest ist nur Plastik. Ah, und dann kommt so eine Erinnerung, da war doch was, da war doch so ein richtig leckeres Butterbrot noch in der Rüstung. Er hat ja schon, als er gesehen hat, wie das Butterbrot reingeschmissen wurde, hat er ja schon mit seiner Zunge andeuten Ja, was lassen. total sinnlos ist, weil Ja. also Peter hat ja nun wirklich schon besser gegessen in Löwenzahn. Oh, Jesus. Nom, Also wenn nom. Paschulke, ja, auch beim Anblick dieser Pizza von Luigi so guckt, Ja. okay, aber bei diesem trockenen Butterbrot. Das sieht auch echt, also ich möchte es gar nicht ansprechen, weil ich das furchtbar finde, aber es sieht halt so falsch aus, wenn das Kind da an der Rüstung steht und Peter leckt sich die Lippen und guckt hinterher. Das sieht einfach falsch aus. Ja, aber das Butterbrot ist gemeint, ich weiß, aber es macht halt wirklich keinen Sinn, dass er sich da die Da Lippen könnte leckt. man was draus zurechtschneiden, wenn man will, Also, ne? Leute, die das wollen, die können das in falsches Licht stellen, ja. Erstaunlich ist ja, er greift das Butterbrot und isst es auch noch. Nachdem er die ganze Also, Rüstung zerstört hat. ja, gut, die braucht er ja aber gleich auch noch, ne, wenn er die schon mal so runtergerissen hat, diese Rüstung. Das finde ich übrigens in der Tat wieder ganz interessant, wie es so unter einer Rüstung aussieht. Man hat ja so eine Art Kettenhemd Kleidung an, sehr hauteng, und darüber werden ja diese ganzen Stahlteile oder was ist das Stahl? Eisen, Blech, Ja, irgendwas. Metalldinger so draufgeklebt, draufgeklemmt. Das finde ich ganz gut, weil das natürlich dann eine gewisse Beweglichkeit hergibt, aber die auch sehr begrenzt ist. Ne? Als Ritter, da kann man Ja. nicht jetzt irgendwie durch die Gegend, und man hat ja auch kaum, man sieht ja kaum was. Also es Richtig. ist schon sehr schwierig in dieser Rüstung, finde ich. Richtig. Er sitzt dann er sitzt dann an einem Feuer Oh. mit einem roten Tuch und einem Buch. Ja. Dieses Feuer, das Feuer, bei dem die ganzen Plastikwürste oben hängen. Wie? Warum? Also, man hat er dann gar keinen Respekt, der einfach ein Feuer Nee. anzumachen? Ist der Also bescheuert? er setzt sich da auch hin wie so ein Papst Ja. irgendwie. Ich dachte erst, er hat da irgendwie so eine königliche Festung an, ist aber dann zum Glück nur so ein rotes Tuch um ihn rum. Also total bescheuert. Ja. Wirklich. Also jetzt kommen wir so ins leicht Absurde, aber gleich wird es richtig, richtig schlimm. Denn jetzt kommt das Allerschlimmste. Er zieht sich die Rüstung an Ja, mit dem ja. Argument, sicher ist sicher. Denn Ja, es ist. jetzt kommt wirklich das Schlimmste. Er möchte Ja. den Geist befreien. Ja, genau. Er ist fest entschlossen. Er hat jetzt eine Mission. Er möchte den Geist befreien. Das ist seine Bestimmung, dass er Ja, und da jetzt wird es ja ist. auch ein bisschen gruseliger, ne? Und Peter wird ja auch so ein ganz bisschen mulmig, denn er hört so ein Heulen und so, und er sagt zwar, ja, wird schon nichts sein, aber ja, sicher ist sicher. Ziehe ich mir mal lieber das klobigste und behäbigste an, was ich hier finden kann, diese Rüstung.
Und dann wird er eben in der Tat diesen Geist befreien. Das ist seine Mission. Er findet auch das Verlies und findet dann auch das Skelett. Und da hatte irgendein Hörer schon mal gesagt, der Schreck, der Schrei beim Schreck ist sehr stark. Ja, okay, stimmt. Ja, Peter hat sich erschrocken. Der Schrei lässt einen mehr erschrecken als das Skelett. Also genau. Ich weiß aber wirklich, dass ich das als Kind ein bisschen gruselig fand. Das ist dann dieser ganz, ganz kleine, tiefe, gruselige Moment dieser gesamten Folge, was aber sofort im Keim erstickt wird, in dem Moment, wo dieses unglaublich langweilige Lied anfängt. Das hat ja von allen Liedern, die wir bislang gehört haben, wirklich am wenigsten Flow. Da ist ja überhaupt nichts. Es ist immer wieder dasselbe. Es ist wirklich so ritterlich, altbacken, und er erzählt im Prinzip da die Geschichte von diesem Geist der Marxburg. Ja. Und während er die Geschichte besingt, befreit er ihn ja quasi auch. Und wir sehen jede Menge Special Effects. Ne? Also der Special Effect, auf den du ansprechen möchtest, da möchte ich dich jetzt mal fragen, weil du hast mal gesagt, spätestens wenn sowas passiert, wie wenn Tiere sprechen können, dann hört der Realismus bei mir auf. Ich frage dich hier, ein Kerzenständer, der einfach in die Luft fliegt und Peter weiter auf seiner Laute spielt. Ja. Wie sieht's aus bei dir? Das ist Realismus, das ist der Tod. Der Untergang. Jeden Realismuspunktes alles heute. Klar. Ja, man sieht unfassbar schlecht. Es sind ja mehrere Dinge, die sich bewegen. Also man sieht am Ende auch, wie die Tür aufgeht und der Geist quasi rauskommt, sozusagen. Mhm. Er wurde dann befreit. Also wir sehen ja mehrere Dinge, die... Es ist alles ganz furchtbar. Ein Special Effect, der drin ist, der ist nicht mal gewollt, denn als Peter da sitzt, es ist ein interessantes Lichtverhältnis. Er sitzt dort, wo man den Kerzenständer am Nylonfaden sieht, der nicht in der Nachbearbeitung weggemacht wurde. Der ist dann ja wieder, aber dann ist es ja wieder realistisch. Ja, das ist auch Quatsch. Das ist doch wirklich, das ist auch. Ja, aber wenn der Faden zu sehen war, dann ist das, kaufe ich denen das wieder ab. Nee, komm, jetzt nicht wegen dem Faden. Das ist doch Quatsch. Sondern man sieht, dass er da mit seiner Rüstung sitzt. Allein die Federn auf dem Kopf, die geben ein sehr gutes Beispiel, von wo das Licht kommt, nämlich hinter ihm in den Gang rein, da ist das Fenster und dort kommt auch das Licht, wahrscheinlich natürlich künstlich hergestellt, nicht wirklich. Und da ist etwas hinter ihm. Hinter ihm ist etwas Kleines, was anscheinend ein paar Ohren hat und eine Schnauze, man weiß nicht, es bewegt sich sporadisch, zumindest der Kopf bewegt sich davon. Ein Insider berichtet, während dieses Lieds würde man den Schatten von Peters damaligen Hund sehen. Also eines seiner damaligen Hunden, die dann wohl mit nach Hessen mitgenommen wurden zum Dreh. Ja, also es kommt zumindest, jetzt wo ich es mir eben auch ein paar Mal angucke, es sind nur 5 bis 10 Sekunden oder so, kann es schon sein, dass das so ein Hundekopf ist, der sich da bewegt, der aber dann wirklich sehr, sehr klar hinter Peter versteckt ist und nur durch den Schatten sichtbar wird. Also es ist halt komisch, weil es ist definitiv ein Objekt, was da nicht hingehört. Aber es ist halt auch irgendwie sehr auffällig, weil mit diesen Lichtverhältnissen ja gut gespielt wurde. Entweder hat man gesagt, das ist halt einfach so, oder man hat es nicht gemerkt und sich voll darauf konzentriert, dass dieser scheiß Kerzenständer endlich hochfliegt. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Aber ich könnte auch mir vorstellen, weil es sich auch bewegt und auch nicht so richtig so ein bisschen frei bewegt, auch so plötzlich, könnte es schon hinkommen, dass der Hund da einfach gelegen hat und ist das Heim. So gelassen worden, ja. Naja. Neuer Tag, neues Glück, neue Gruppe, neue Besucherführung. Der Mann ist immer noch da. Zum Glück hat er jetzt andere Leute mitgebracht. Wäre auch witzig, wenn es die gleichen Leute nochmal wären. Das wäre dann so ein bisschen slapstickhaft gewesen, wenn die gleichen Leute... jetzt hat er andere Leute dabei, auch wieder so eine klassische Führung, auch so eine Oma in so einem Oma-Kleid. Mhm. Ja, so eine klassische Oma. Aber auch wieder so einen langhaarigen. Ja, das ist wieder so. Die Kamera. So dabei. Und sie finden dann ein Bett, und in dem Bett liegt ja so eine Ritterrüstung. Ne? Genau, sie sind genau genommen in der Keminate, man das früher. Und dort hätte Peter die Führung einfach mitgemacht. Dann hätte er erfahren, in der Keminate, das ist das einzige Zimmer, was ja vom Namen her schon hinkommt, das einen Kamin hat. Man muss also kein Feuer in der Küche da in diesem riesigen Saal errichten, bei dem die Gefahr besteht, dass das Plastik anfängt zu fackeln. Er hätte doch einfach in die Keminate gehen können. Achso, meinst du, das ist deswegen auch so gesagt worden? Damit man denkt, ach Peter. Nee, aber wenn er mal die Führung mitgemacht hätte, hätte er das gewusst. Ja, da war er ja zu spät, kann er nichts dafür. Der, was heißt, kann nichts dafür? Der hat ja wirklich sich mit Händen und Füßen gewehrt, diese Führung mitzumachen.
Ja, jedenfalls ist er eingeschlafen in dem Bett, wacht auf und ja, und keiner wundert sich. Das ist zwar doch, wundern tun sie sich schon, aber es ist jetzt nicht großartiger Schreckmoment oder so. Naja, ja, gut. Ja, und das war's auch schon. Das war die ganze Folge. Peter wird wieder entkleidet vom Schmied. Er hilft ihm da so ein bisschen raus und die Folge endet mit dem, was sie ausmacht. Peter schreit nochmal am Ende. Ja. Und er erzählt dem Schmied auch, was passiert ist. Und der Schmied löst dann ja nochmal auf, dass das natürlich alles nur Fake und Dekoration und Plastik ist. Das fand ich und übrigens als Kind wichtig zu sagen, dass das Skelett da wirklich Plastik ist. Das stimmt, ja, stimmt. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz relevanter Plot. Ich hatte da wirklich Angst. Das tut mir leid. Er tut das ja auch so ab und sagt, ja, natürlich ist es nur Plastik. Also er lässt ja überhaupt gar keine Zweifel daran, dass das so ist. Und nimmt einem damit dann rückwirkend ein bisschen die Angst. Und Peter sagt aber trotzdem, ja, okay, aber sollte es diesen Geist wirklich gegeben haben, dann ist er jetzt befreit. So nach dem Motto, ja, dann ist es ist ja ganz egal, wie es war. Jetzt ist alles in Ordnung. Ne? Und damit hört die Folge auf. Richtig. Ja, das war's. Erwähnt sei noch das Lied, das ist jetzt sehr weit hergeholt, weil, glaube ich, einfach die Mittelalterlieder generell das Volkrock oder Volkslied, Volkrock ist jetzt eine ganz andere Sparte, Volkslieder generell so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber es hat schon starke Parallelen zu dem Song, als Benjamin Blümchen Ritter war, um wieder die Elfie-Donnelly-Verbindung reinzubringen. Die Lieder sind ähnlich, sagen wir es so. Ja, okay. Find ich schon, aber kann man sich gerne selbst ein Bild von machen. Ich finde, da sind ein paar Parallelen drin, aber es ist halt generell dem Genre geschuldet. Ja, jetzt fragt sich natürlich jeder, wie viele Burggespenster vergeben wir heute? Ach, heute sind es Burggespenster. Heute sind es Burggespenster. Wir haben drei wunderschöne Kategorien ausgetüftelt vor einigen Wochen und werden nicht müde, die auch heute abzufeuern. Anfangen tun wir wie immer mit dem Lerneffekt. Tja, okay. Das ist wirklich nicht so einfach. Also, es ist ja durchaus viel da. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, nicht wirklich viel Neues gelernt zu haben. Komisch. Na, es geht so. Die Frage ist halt wieder, auf was spezialisieren wir uns? Ja, der Titel ist Der Geist der Marksburg und es wurde nicht gesagt, wir erklären jetzt das Mittelalter oder wir erklären jetzt sämtliche Sachen, die dort geschehen sind, sondern die Folge ist Der Geist der Marksburg und die Marksburg, finde ich, wurde sehr gut erklärt. Also war ich jetzt nicht gerade groß noch aufgefordert, mir sämtliche Infos zur Marksburg rauszusuchen. Natürlich wollte ich dann gucken, ob es einen Hilarus von Bärenstein wirklich gab, aber an sich, das Thema Marksburg wurde sehr gut erklärt. Das Thema Mittelalter, ausbaufähig. Okay. Also ich habe, ich sag's mal einfach so, 7 Burggespenster vergeben. Da sind wir genau gleich. Ich finde, 7 ist noch gute Wertung dafür, dass wir insgesamt von der Folge gar nicht so viel mitgenommen haben, aber das Thema bedient wurde. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Also, ja, genau. Ich kann jetzt halt nicht erwarten, dass ich einer Folge, in der es um Tiere geht, dann noch die komplette Natur erklärt bekomme. So. Und ob es mal irgendeine Fritz-Fuchs-Folge über das Mittelalter gibt oder über Live-Action-Roleplay? Du hast ja mal gesagt, wenn es eine Folge Peter Lustig gibt, gibt es mindestens 4 von Fritz Fuchs dazu. Weil die haben sich ja dem Thema, den Oberkategorien gewidmet. Die Folgen heißen ja dementsprechend auch immer. Fritz Fuchs als Laper. Heute als Wunderheiler. Was hast du mit dem Wunderheiler? Das ist immer über einen Heiler. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat das ganz oft gemacht. Mike, viele Grüße an Mike. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der irgendwann, nicht heute, aber in ein paar Jahren irgendwann zufällig diesen Podcast findet, weil er auch so ein bisschen nerdy unterwegs ist. Wen wundert's? Der hat das immer gemacht, auch mit seiner Frau. Der hat auch mal so Bärenfälle manchmal mitgebracht, wenn er sagte, ja, heute Freitag, nachher fahren wir noch los, dann sind wir das ganze Wochenende irgendwo im Harz und verbringen auf einer Wiese mit vielen Leuten dann da. Und ich bin heute der Heiler. Das habe ich einfach vielleicht nie vergessen. Er war immer der Heiler. Okay. Und da habe ich ja auch gefragt, was das ist. Sagte, ja, wenn jemand verwundet wurde, dann kann ich den heilen. Und in meiner Welt trägt das aber nicht für 48 Stunden, diese Rolle. aber die ziehen das ja Tag und Nacht durch dann irgendwie. Naja. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo sie herkommt. Habt ihr eine kleine Geschichte rausgeleiert? Das finde ich schön. Genau. Die ist sehr realistisch im Gegensatz zu dieser Folge. Und das können wir gerne einmal ausdiskutieren. Das gibt Ärger. Realismus. Nee, das gibt gar keinen Ärger, weil ich eine ganz, ganz salomonische 5 gegeben habe. Okay, gibt trotzdem hier Ärger. Hier kann ich eigentlich nicht andocken. Denn wenn du sagst, das ist total realistisch, kann ich sagen, naja, 5 habe ich immerhin gegeben. Und wenn du sagst, das ist totaler Mumpitz, sage ich, ja, ich habe ja auch nicht so hoch gegriffen. Also, wie viel hast du denn gegeben? Also, darf ich mal kurz fragen? Ich gehe noch mal zur Tomatenfolge. Oh.
Das war dir ein Punkt wert. Ich habe doch schon gesagt, dass ich da ein bisschen daneben gegriffen habe. Dass ich gegebenenfalls 3 hätte geben sollen. Diese Tomatenfolge. Weil das sind hier 5 Punkte zu geben. Ich habe ein Gewerbe hochgezogen innerhalb von einer Stunde. Er hat einen Angestellten, der hatte ein riesen Gewerbe. Er hatte ohne Ende Tomaten, einen LKW. Er hatte Werbung. Er ist richtig deep eingestiegen, das Business. Wir schleichen uns hier durch eine Führung. Für eine Reise, um das Reiseland einer Reise, die er selbst zu bezahlen hat, zu bestimmen. Das ist echt nicht wahr. Ein Punkt ist doch zu viel. Ja, jedes Mal entschuldigt er sich, aber dann bleibt er wieder bei der Meinung. Das ist ja, wenn immer das, ich das mal überlege, so schlecht war die Wertung doch nicht. Jedes Mal dasselbe Spiel. Wie viel hast du denn gegeben? Wir schleichen uns durch das Ding durch. Wir erleben Geister. Wir sehen, also es ist doch alles, einfach alles falsch. Alles, komplett alles so falsch. Es geht überhaupt nichts klar. Okay, dann wollen wir erstmal dass er sich da noch mit rein schleicht, ist eine okaye Geschichte, kann passieren, ist ein Element. Dass er dann dort vergessen wird und da bleiben muss, ja, nein. Ein blöder Zufall, ne? Es ist halt der Geschichte geschuldet, irgendwas müssen sie ja erzählen, er kann ja nicht einfach die Führung mitmachen, danach sagen, Kinder, schön, dass ihr auch mit mir die Führung gegangen seid, dann schönen Abend noch, es muss ja auch was passieren. So, ja, natürlich ist ganz viel Hanebüchenes, ohne Frage, na klar. Es wird immer Hanebüchener, es wird immer, immer schlimmer. Ja, und, klar. Und am Ende hilft der Schmied ihm raus und erklärt ihm alles. Im realen Leben hätte er eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. Hat das er ja vielleicht möglicherweise auch bekommen. Nein, tut mir leid, 0 Punkte, es reicht mir jetzt. Alter, das ist nichts. Das ist wirklich kein Realismus. Ja, das ist ja immer zweieinhalb Punkte. Und es gibt ein Making-of dazu, das habe ich dir auch, glaube ich, mal zukommen lassen. Also es gibt ein generelles Making-of. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube ist, weil ich habe das in meinem Archiv gefunden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und da sieht man halt auch, wie es gedreht wurde. Also da wirklich jede einzelne Szene. Peter geht ein Stück der Treppe hoch, Cut, 30 Minuten Pause. Das ist halt wirklich ein Filmelement. Und wenn ich einen Film bewerten muss, dann würde das ähnlich ausfallen im Realismus. Sorry, ich vergebe heute keine Punkte. Alter. Leider keine Rose. Okay, gut. Okay, ich gebe 5 Punkte. Ich bleib auch dabei. Ja, okay. Klar, es ist unrealistisch, aber also, Alter, ich meine, einige realistische Elemente sind da drin. Die Führung, dass er sich dort dann verläuft, ist total realistisch, wenn er schon vom Weg abkommt. Diese Geschichte mit dem Gespenst, klar, das gibt gewaltige Punkte Abzug. Und zwar mindestens 3 bis 4, wenn nicht sogar 5 Punkte Abzug. Aber was dann übrig bleibt, ist, er wurde dort vergessen und verbringt da die Zeit und guckt sich alles an und erklärt das ganz nett. Nee, ich finde das alles ganz, ganz furchtbar. Gut, das tut mir leid. Macht ja nichts. Wir haben ja noch das Thema Unterhaltung. Okay. Unterhaltung. Na, ich sag das mal lieber direkt vorweg. Es gibt 7 Burggespenster für die Unterhaltung, denn da, es war nicht langweilig, aber ich wollte es auch nicht unbedingt ein zweites Mal gucken. Da, ich finde, bei so einem Thema ist noch mehr drin. Es war irgendwie schnell weggeguckt auch. Also, keine Ahnung. Es war okay. Ich war zwischen 6 und 7 am Überlegen. Ich habe jetzt 7 gegeben, weil ich es auch nicht langweilig fand. Kann ich auch nicht sagen. Ich frage mich, warum das bei jedem so im Gedächtnis bleibt, ebenso mir als Kind. Man kennt die Folge einfach. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe die aber nicht mehr genau im Kopf. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil die einfach scheiße ist. Ich mag die überhaupt nicht, die Folge. Ich meine, es ist dem geschuldet, dass ich das Thema auch wirklich überhaupt nicht ansprechend finde. Das glaube ich tatsächlich macht viel aus. Weil ich mag Burgen und finde das dann ganz nett. Ich mag auch, also von mir aus könnten mehrere Folgen in dieser Kulisse spielen sogar. Okay, ich habe es dann noch ein zweites Mal geguckt und muss sagen, es hat sich nichts geändert. Ich fand es wirklich immer noch furchtbar. Ich kann dem nicht viel abgewinnen, es sind 3 Punkte Unterhaltung. Die Folge kommt nicht gut weg von mir. Tatsächlich, aber er lebt doch ganz viel. Ich finde es alles langweilig. Er hängt sich da an diese Führung ran, dieses Butterbrot, dann guckt er da durch die Räume durch, dann diese Geschichte mit dem Geist. Ja, da ist und viel unterwegs. Einfach ab dem Zeitpunkt, an dem er die Rüstung anhat, da habe ich echt schon keine Lust mehr, das weiterzugucken. Ich finde das so albern. Ach so, ja, okay. Nee. Ich das ist schlecht. Wenn es ins Alberne abdriftet, dann gerät nämlich das auf Abwägen weg von der Unterhaltung ins Desinteresse, dass man sagt, ach komm, egal. Ich glaube auch, ja. Es ist ja generelles Desinteresse von mir vorhanden bei den Themen, auch wenn ich ihm im Lerneffekt 7 gegeben habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich alles nicht kannte, was er da so erklärt hat, weil es mich einfach nicht interessiert. Kommt bei mir null nicht. Null Realismus, ich kann, null. Ich kann aber gerne noch erzählen, warum nur ich die Folge als... Nylonfaden, eine Null. Soll ich jetzt nochmal die Tomatenfolge rausholen? Diese Null, die schmerzt schon sehr. Ja, die Tomatenfolge. Gehen wir doch nochmal das gesamte durch. Nee, also. Komm jetzt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay.
Ich kenne diese Folge, weil es Lehrmaterial war in der Schule damals. Ja. Das ist nicht das einzige Mal gewesen. Wir hatten auch mal eine Folge mittendrin, und zwar die Themenfolge um Brot. Die hatten wir auch mal als Lehrmaterial geschaut in der Schule. Und diese Folge gab es tatsächlich auch in der Schule zu sehen. Daher kenne ich sie. Also nicht eigener Natur gewesen. Es ist sehr schön, dass sowas halt dann auch schon in Schulen genutzt wird. Ja. Umso unschöner ist es dann, dass diese Folge eigentlich ein Realismus-Nullpunkte ist und in der Schule vorgeführt wurde. Also wie du gesehen hast, ist es Realismus 2,5, denn du darfst ja nicht die anderen Leute, die auch mit bewerten, komplett außer Acht lassen. Also die sprechenden Tiere kommen, gibt da auch 5 Punkte. Wie du jetzt siehst, ist es gar keine Null, sondern eine 2,5. selbst dann müssen wir kritisch hinterfragen. Selbst dann ist es noch ein großer Wumpitz. Ja, das steht außer Frage. Na gut, komm. Schließen wir das Ganze ab. Du kannst ja heute eine neue Folge wünschen. Möchtest du eine Inspiration haben? Unser lieber Zuhörer Sungi hat geschrieben, großes Lob für den tollen Podcast. Wenn ihr mal wieder eine Inspiration für eine neue Folge mit Peter Lustig zum Besprechen sucht, fände ich es sehr witzig, wenn ihr euch der Folge Nummer 65 Peter auf Tortenjagd annimmt. Ach Gott. Habe ich noch nie gehört. Ja, doch, ja. Es sei nur so viel gesagt, sie ist völlig anders als die anderen Folgen mit Peter Lustig in Handlung, Aufbau und auch Lerninhalt. Ich wäre interessiert. Mhm. Was weißt du dazu? Das geht darum, dass es im Prinzip, so eine Verfolgungsjagd, weil Peter, glaube ich, es werden zwei Gegenstände vertauscht, Taschen, Torten, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, zwei Taschen werden vertauscht und Peter sucht dann diese Tasche nach Hinweisen. Es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich kriege den Inhalt nicht mehr zusammen. Ich weiß nur wirklich, dass es da klingt auf jeden Fall ein bisschen witzig. Ja, es ist auch kein typisch Löwenzahn, würde ich sagen. Ja, genau, das sagt er auch. Lord Sinuis hat nochmal geschrieben, hoffentlich besprecht ihr bald mal die Brückenfolge. Die hat ja auch sehr gute Erinnerungen, aber die haben wir jetzt schon so oft angesprochen, die müssten wir jetzt bald nochmal besprechen. Bald, eventuell, warte doch ab. Und René Thomas hat zur letzten Folge, weißt du, jetzt muss ich wieder überlegen, was war die letzte Folge, die wir besprochen haben. Das war die Fressgeschichte. Ach ja, die Ess- und Fressgeschichte. Da hat er geschrieben, er gibt dieser Folge 9 von 10 Löffeln, weil ja Paschulke und Peter den gleichen Löffel benutzen. So. Sehr gute Referenz. Und der Sebastian hat geschrieben zur Burgfolge, dass er die erst vor kurzem mit seiner Tochter gesehen hat und er fand die Folge erschreckend öde. Aha. Hat nicht sonderlich viel gelernt, wie Peter sich in die Burg schleicht. Da steht man einmal als Elternteil richtig in Erklärungsnot seinen Kindern gegenüber, sagt er, weil man das ja gar nicht macht und wir das so, Eigentum respektieren haben. Ja, so ist es nämlich. Und Realismus ist nämlich aus dem Punkt gewonnen damals, weil ich dachte, das muss natürlich auch den Kindern oder beziehungsweise das Kind, es ist ja wirklich altersneutral, diese Sendung. Es darf kein Mumpitz erzählt werden, das muss schon realistisch sein. Und da haben wir es doch, schwarz auf weiß, dass jetzt Nachklärungsbedarf besteht, weil das eine Null ist. Ja, aber so gesehen, dann haut der Geist natürlich nochmal richtig in die Kerbe, weil das ist ja der größte Mumpitz der Welt mit der Geistbefreiung des Gespenstes, dessen so. Seele da. Da hätte man hätte da auch noch viel tiefer. Seine unglückliche Seele heult jede Nacht. Man hätte das ja noch viel gruseliger umschreiben können. Ich passe mal in der Statistik deine Bewertung an mit den 5. Das machen wir eine 4 draus. Also brauche ich eine 4 draus. Machen Guck mal, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren, dann bald bei der Null. Ich überlege, das Butterbrot, das sah schon recht lecker aus. Also auf jeden Fall ein Realismuspunkt, dass das Kind das Butterbrot nicht essen wollte. Also doch eine 5. Oh. Aber das ist schon realistisch. Ne? Das wollte man ja wirklich nicht essen. Hast du selber gesagt. Also von daher, das passt. So. Der Jonas hat uns beiden auf Instagram geschrieben. Mhm. Also lieber Jonas, es reicht, wenn du nur den CF schreibst oder nur mir. Wir tauschen uns dann aus. Genau, wir schicken alle, also wir bekommen auf wirklich die unterschiedlichsten Wege immer Feedback. Macht aber nichts, es kommt alles an und das teilen wir dann auch jeweils mit dem anderen. Aber trotzdem sehr, sehr lieb. Möchtest du oder soll ich das so? Ja, sag du ruhig, denn das wird jetzt eine traurige Information. Ja, genau. Ich habe ja letztes Mal die Behauptung aufgestellt, in statt des diversen Mini-Pizzen Luigi gibt es das Eiskorso noch, in dem die Sachertorte aber leider anscheinend nicht schmeckt, weil Paschulke sie einfach liegen lassen hat, was überhaupt nicht zu ihm passt. Aber vielleicht war es auch einfach, weil der Löffel von Peter schon so einen Eigengeschmack hatte. Österreichische Spezialität. Ja, ist das ja, sogar. Ja. Dass wir uns ja bald im Eiskorso treffen, da hat er dann leider geschrieben, ich hätte mich ja sehr gefreut, euch im Süden Berlin begrüßen zu dürfen, wenn Julian und CF bei der Suche nach Drehorten von Löwenzahn auch in das Café Eiskorso gegangen wären. Leider hat die Eisdiele mittlerweile geschlossen. Ja.
Schade. Ah, dann hat er zumindest einen individuellen Text geschrieben. Bei mir hat er nämlich geschrieben, leider muss ich CF und dich enttäuschen, denn das Eiskrosse gibt es nicht mehr. Ein Beweisfoto hat er uns ja sogar mitgeschickt. Hm, genau, es gibt ein Beweisfoto, das ist traurig anzusehen. Naja. Empfehle es keinen. Na gut. Ja, also wie gesagt, wir sind auf allen Wegen zu erreichen, notfalls auch einfach mal hier vorbeikommen, nach Düsseldorf oder nach Hamburg, irgendwo werden wir schon rumstreunern. Genau. Der beste Weg ist in der Tat der YouTube-Kanal oder per E-Mail oder per Instagram. Und wir sind seit neuestem auch für die 3-4 Leute, die es unbedingt wollten, auf Google Podcasts zu hören. Es war ein langer Weg, da reinzukommen, aber jetzt sind wir da. Und wer möchte, kann jetzt sofort bei Spotify kündigen und kann auch auf Google zurückgreifen. Aber unterschätzt das mal nicht. Ich glaube, das bringt schon was. Zum Beispiel habe ich auch ein Feedback bekommen über eine andere Community, in der Malte schrieb, dass er die Folge bewertet hat, bevor er unseren Podcast gehört hat, hat die Fressgeschichte ebenso gut bewertet und sagt zu Julian, ich würde Soapig nicht unbedingt mit guter Unterhaltung gleichsetzen. Soapig bedeutet für mich billig geschauspielert und künstliche Dramatik. Ich las unter einem YouTube-Video der Löwenzahn-Folge einen Kommentar, der das heutige Löwenzahn als Tatort für Kinder bezeichnete. Ja, jein. Also Tatort für Kinder finde ich ein bisschen zu krass, aber ja, was wir gemerkt haben, das ZDF muss natürlich aus allem wieder ein Krimi machen. Ja, es ist alles so unnötig spannend gemacht. Mhm. Und mit Soapig, ja gut. Also bezeichne ich nicht Soapig, als billig. Nö, würde ich nicht. Soapig meinen wir eigentlich auch eher, dass halt sehr viel geschauspielert wird, dass sehr viele verschiedene Sachen passieren und dass es unter Umständen auch wieder albern oder absurd wird, aber nicht billig automatisch. Das würde ich gar nicht unterschreiben. Nicht billig würde ich auch nicht sagen. Also da hat sich ja auch in den Soaps zum Glück was getan. Es tut sich ja auch was hier in diesem Podcast. Genau, denn, ach so, echt? Ja, nächste Woche sind wir nämlich wieder da. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Genau, denn, ja, was weiß ich. Hast du dir schon eine Folge rausgesucht? Ich habe steht die schon fest auf Papier oder so? Ist sie fest, ne? Ja, wieso? Okay. Möchtest du? Weil ich würde nämlich gerne ein bisschen referieren, was ich glaube, was du jetzt machst. Okay, dann referieren wir. Also ich habe ein bisschen Lust auf einen frühen Peter wieder. Wir haben lange keinen frühen Peter mehr geguckt, also wirklich so aus den ersten 30 Folgen. Da könnte ich mir vorstellen, greifst du wieder an. Da hätte ich nämlich auch wieder komischerweise wieder Lust zu, weil ich bin irgendwie dieses Peters, den wir hier gerade sehen, gerade aktuell ein bisschen über. Obwohl wir ja gesagt haben, so das mittlere Feld sind die einzig wahren Löwenzahn-Folgen. Ja, das stimmt, aber da haben wir die Rechnung ohne den Burggeist der Marxburg gemacht. da würde ich mich freuen, aber ich nehme auch jede andere Folge. Ach so, das ist schon alles? Okay. Ja, früher Peter kommt vielleicht hin. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen die ganzen Wünsche der Zuhörenden vorgelesen. Und du konntest ja mit meiner Bewertung gar nichts anfangen. Also das war sehr amüsant. Also jetzt... Ja, aber du hast ja auch nur so, Und da, wenn du machst, dann heißt das offensichtlich, ja, gib mir. Ja, das habe ich auch gemacht, das hast du allerdings nicht so wirklich erkannt. Nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Aber habe ich nämlich bei deiner ersten Wahl schon gesagt und das ist nämlich Folge 60, Peter steht im Bach und die wird es dann jetzt auch einfach mal. Okay. Dann muss ich dir halt sagen, was ich damit meinte. Folge 60? Folge 60, Peter steht im Bach. Das ist sowohl eine Wunschfolge als auch jetzt die nächste Folge, die besprochen wird. Okay, das ist noch nicht die legendäre Brückenfolge. Nein, es geht mehr um Akustik und um das Wasser an sich. Und ich kenne die Folge ja sehr gut. Ich habe das ja letztes Mal verlauten lassen, dass ich die sehr gerne mag und es auch für mich eine gruselige Szene gibt. Ich gebe dir mal als Aufgabe mit. Was ist für mich die gruselige Szene? Wo habe ich Angst vor? Ich glaube, du kriegst es nicht hin, aber ich bin mal gespannt. Schön. Dann gib mir mal das nochmal gut. Machst es pädagogisch vollkommen richtig. Ja, du gibst mir eine Aufgabe. Probier das mal. Ich glaube, das schaffst du nicht. Aber probier es ruhig mal aus. So einfach nur mal so aus Spaß. Ja, oder wie der Lehrer oder die Lehrerin mal immer gesagt hätte, das schafft ihr zwar nicht, aber wenn, dann notiere ich mir das hier ins Notizbuch und wenn ihr mal zwischen einer Note steht, dann weiß ich Bescheid. Sowas habe ich immer früher gesagt bekommen. Ja, gut, okay. Also, dann werden wir das machen. Juhu. Wir sind ja schon gut, ne? Aber wenn wir das jetzt rausfinden, liebe Leute, dann sind wir richtig gut. Ja, da kann ja jeder zu Hause auch mal mitgucken, inwieweit er das rausfinden kann. Ihr seid ja schon nicht schlecht, ne? Aber wenn wir das noch schaffen, dann sind wir wirklich richtig gut. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück ins Schloss, denn ich bin da ja gerne. Du kannst ja jetzt von mir aus nach Hause fahren. Ich gucke mir jetzt noch 3-4 Mal, schlafe ich hier noch im Bett, gucke mir noch ein paar Mal diese Führung an. Der Mann, der ist ja nicht langweilig. Der ist ja, was der da an Wissen raushaut, da kann ich nicht genug von kriegen.
Ja. Und da würde ich mich jetzt einfach verabschieden, denn die Führung geht schon wieder los. Also bis dann. Tschüss. Tschüss, mach das mal. Ich lass dich mal in dem Glauben, dass der gute Burgführer Heinz Schimmelpfennig im Original noch lebt. Das tut er nämlich nicht mehr. Und Löwenzahn war sein drittletztes Projekt. Heißt aber nicht, dass 1995 er dann gestorben ist, sondern noch bis 2010 lebte. Ich lass dich mal in dem Glauben. In der fiktiven Welt, in dem ein Geist schwebt, ist alles in Ordnung. Julian, macht's gut. Tschüss. Ja, wo bleibt er denn jetzt? Der Herr Schimmelpfennig. Eigentlich sollte doch die Führung jetzt losgehen. Aber irgendwie, weiß nicht. Ich guck mal, glaube ich, im Verlies nach. Vielleicht liegt er da.